gibt's doch nicht! Sich ein Kommentar im Kommentar. Guck mal, erster Abschluss, 8 Meter drüber. Warum? Guck mal, jetzt explodiert. Hau ich den drauf, jetzt verdammt, und dann der sollte man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal gesagt haben, alle deutschen Kommentare bei FIFA 16, die sind komplett neu. Also da ist wirklich nichts Altes mehr mit dabei. Was sind denn so die markantesten oder Lieblingssprüche, an die ihr euch immer wieder erinnern werdet? Ich habe sehr um Karim Abdul-Jabbar gekämpft, das sagen wir. Wir haben es ja relativ einfach gehabt, dadurch, dass wir uns eigentlich ganz gut verstehen. Das heißt, du hast erstmal grundsätzlich überhaupt Spaß an den Sprachaufnahmen! Freistoß Dortmund. Den hau ich direkt drauf. Den oh, jetzt aber. Ja! Und was für ein Solo. Und mit dem Strahl von Hummels abgeschossen. Wie geil ist das denn? FIFA 16 ist noch gar nicht offiziell im Handel. Und ich habe schon das Tor des Jahres gemacht. Mats Hummels. Überragend. Buschi, was sagst du zu dieser ersten Hälfte? Das war eine sehr ausgeglichene Partie. Dann der späte Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten durch Mats Hummels mit einem Traumtor. Jetzt schon Tor des Monats. Wo muss ich drücken? Oh, nein! Nein! Und Konter! Komm, du Hock! Ey, sag mal! Jungs, großes Kompliment, ja. Es war alles andere als Not gegen Elend. Chapeau und meinen virtuellen Hut habe ich gezogen. Aber wie es jetzt die Pro-Gamer tatsächlich machen bei FIFA 16, das sehen wir jetzt. Dankeschön an Wolf und Buschi. Herrlich. Gerne. Oh, Kevin, Junge, was machst du denn? Tor! Aber vielleicht jetzt, unsere Profis sind da jetzt natürlich angestachelt. Barca spielt fast ein Libero hinten, ne? Wenn das Pep Guardiola erleben würde. Alte Schule, ganz alte Schule. Und das war's. Knappes 1:0. Man hat gesehen, unser Abschluss ist noch nicht perfekt. Da muss noch trainiert werden.